Das heißt, die Munition, die ich jetzt habe, kommt unten hin zu Sniper-Türmen. Habe ich da überhaupt welche? Baue nochmal zwei davon. Munition kommt unten hin, um die Königin zu knacken, die da irgendwo wohnt. Und um die Sniper-Türme hier aufzufüllen, damit die Zerglinge, wenn sie spawnen, auch erschossen werden. Das wird eng, ja? Wird eng. Ich hätte die Kiste oben ersetzen sollen durch eine Stahlkiste, damit der Puffer ein bisschen größer ist. Na gut, nächstes Mal. Hier. Was? Warum stackt ihr nicht? So. Sniper-Türme. 1, 2. 1, 2. Erstmal jeder ein Stack, dann nochmal so ein bisschen und dann ist aus. So. Dann hätte ich noch ganz gerne Gates. Gates sind da. Mach mal hier so ein Gate. Das ist etwas weiter abseits beim Wasser. War das schon immer so komisch blau? Ach so, das ist komisch blau, weil blau meine Spielerfarbe ist. Um wahrscheinlich die Vase noch mehr auseinanderzuhalten. Für Multiplayer. Was haben wir da? Da kommt... Okay. Und habt ihr das gesehen, wie sie da einfach so durchs Wasser durchgelaufen sind? Hammer. Hammer. Okay. Gehe. Macht da ein bisschen Stank. Und bringt die Königin nach. Die hat 3000 Leben. Hatte die schon immer 3000? So. Oh. Wir haben jetzt schon keine Muni mehr. Okay, halt. Lauf, lauf. Ach du gute Güte. Definitiv mehr Sniper-Munition. Die Türme schießen sich so schnell leer. Aber das sind halt nur 5 Schuss, die sie haben mit einem Magazin-Dings. Wieder. Okay. Wie der Mod auch schon sagte, unbedingt Munitionskisten nutzen. Habt ihr es bald mal? So, doofes Ei weg. Spawner Pool. Fuck! Entschuldigung. Ich habe die ganze Flammenwerfer-Munition doch weggelegt, weil ich doch keine Basen angreifen wollte, weil ich. Wäre es jetzt das Shadow Modpack, wäre das alles kein Problem. Alles da keinen Druck gibt und keinen Stress. Aber hier ist es ein wenig anders. Deswegen müsst ihr es verzeihen, wenn ich zwischendurch so abgehe. Gott, ich hätte gerne Flammenwerfermunition. Du. Flammenwerfermunition hatte ich irgendwo versteckt, richtig? Richtig. Gib mir die Flammenwerfermunition. Okay. Sammel dich, Girogon. Geh da runter und spawn die neu kill die neu gespawnte Königin. Nicht spawn die neu gekillte Königin. Was aber auch irgendwie passen würde. Ah, und ihr braucht auch vorher noch Muni, sonst kriegen wir die Königin nicht geknackt. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3, 2, so. Und von vornherein Flammenwerfer. Die Gatling Gun, die trifft gar nichts. Also es kann sein, dass ich vollkommen vollkommen falsch ziele. Also jetzt, wenn ich draufhalte, kommt da nicht so wirklich viel von an. Okay. So, mach den Turm weg. Den Turm weg. Gut. Ei weg, bevor da was spawnt. Gut. Oh. Was kommt da von unten? Ist da noch eine Basis oder was? So, ein Artefakt wäre schon mal da. Pool ist weg. Zweites Artefakt ist da. Super. Mehr Gebäude bauen. Die Zerg müssen unbedingt mehr Gebäude bauen, damit ich mehr Artefakte bekomme. So, Nest weg. Stopp, habe ich da. Ja, ich habe genug Munition dafür. Okay. Schön draufhalten, schön draufhalten. Und ich habe schon meine 15 Artefakte. Das ist super.
Kann ich währenddessen hier auch was craften, während ich da im Flammenwerfer rumhantiere? Mir fehlen Electric Engines. Okay, schade. Was war das für ein Ding? Sah nicht aus wie ein Zergling, auch nicht wie ein Hydralisk. Egal, das ist tot. So, von hier unten kamen immer welche. Da ist noch ein Pool. Splosh. Und Splosh. So, 17 Artefakte. Mehr als genug, vorerst zumindest. Das heißt, ich müsste jetzt bauen. Eine Anlage für Engines, eine Anlage für Electric Engines. Die brauchte aber Lubricant, glaube ich. Verwechsel das jedes Mal. Ne, Lubricant war richtig, okay. Das heißt, dieser kleine Komplex muss hier oben irgendwo gebaut werden. Was doof ist, weil er ja auch Eisen und so Gedöns braucht. Du. Da, bitteschön. Das müssen wir oben irgendwo herstellen. Explosives müssten vorher auch noch hergestellt werden. Boah, so viel zu tun. Und Lubricant haben wir noch gar nicht. Mach mal so. So, so. Und hier hätte ich ganz gerne das Stromnetz ersetzt. So. So. Komm schon. Ding mit Fließband. Sieht irgendwie zu nah aus. Ist okay. Weg mit dir Licht. Damit das hier schon wenigstens eine Sache einigermaßen okay ist. Jetzt kann ich es nicht erkennen, weil die Straße auf dem Boden schrissen. So, alles einheitlich unter dem Kohlefeld hingelegt. Wo bist du? Da bist du. Jetzt kann ich auch erkennen, wo das Blau ist. Und hier kommt jetzt die Anlage hin, die Lubricant macht. Du machst Lubricant. Flop. Da brauchst du nichts anderes außer Schweröl. Okay, das heißt, hier kommen die Fabriken hin. Fabriken, habe ich gesagt. Für das andere Ding. Für die Engines. Du kannst weg, du kannst dahin, du kannst dahin. Du baust bitte Engines. Dafür brauchst du Gedöns. Das schmeiße ich dir erstmal von Hand rein. Hol ich gleich von oben. Und dann tust du es von da aus dahin und du machst dann die Electric Engines. Dafür brauchst du grüne Chips, die du auch von Hand bekommst. Du brauchst die Engines von da drüben und du brauchst das so, so, so. So. Und dann kommen die hier in die Kiste. Apropos Kiste. Wo wollte ich eine große Kiste hinmachen, um das, um die Kapazität zu erhöhen? Das war hier auch irgendwo. War der Muni hier? Ich werde... Jetzt werde ich wirklich keine Basen überfallen. Also kann ich das jetzt so machen? Gut. Sniper-Munition. Sniper-Munition war es. Brauche ich einen Stein für die... Du. Gib mir alles an Stahl. Bau daraus Kisten. Und ich hatte wahrscheinlich auch schon Kisten dabei. Achte ich noch nicht drauf auf die neue Tool-Dings da unten. Gut, das kommt alles mit, um diverse Türme aufzufüllen. Explosives. Kann ich Explosives im Inventar herstellen? Nee, ne? Nee, in der Chemical Plant. Ja, nee, vergiss die Raketen vorerst. Kohle. Weil ich das immer noch nicht gemacht habe. Mit der Schmelzanlage. So. Jetzt aber zurück zu dem eigentlichen Ding. Hier. Du brauchst Zahnräder. Gib mir Zahnräder, mach hier wieder so ein Ding hin. Und mach dich ruhig voll. Und gib mir hier recht viel Eisen. So. Ja, damit bau selber auch noch Eisenzahnräder. Damit wir einen richtig schönen Puffer hier haben. Du kriegst Eisenzahnräder. Du kriegst eine Kiste oben drauf zum Handbefüllen und du auch. In die eine kommen grüne Chips rein, in die andere kommen die Röhren, die... Was?
Genau, Pipes, Gearwheels und Steel. Steel, Gearwheels und Pipes. Da. Das war verklickt, was nicht so schön ist. Ja. Und ich freue mich schon so dermaßen drauf, wenn wir wieder eine Roboterarmee haben. Dann können wir das alles schön mit Fliegekisten machen. Und nicht so komisch wie jetzt. So, du kriegst auch nochmal Speedmodule. Du auch. Das zieht sich hier echt ewig. Und ich müsste mir neue grüne Chips abholen. Okay, okay. Grüne Chips abholen. Luft abholen. Munition verteilen. So. Hier war noch irgendwo einer. Ja, da ist noch einer. Hat sogar schon viel geschossen, was kein gutes Zeichen ist. Hier müsste eigentlich auch noch einer hin. Du hast gar nicht geschossen. Ihr habt nicht geschossen. Er scheint echt bei den Stromgeneratoren zu fokussiert zu sein. Wobei es da jetzt die wildesten Theorien... Kein Essen? Kein Essen. Wobei es da jetzt die wildesten Theorien gibt, warum das so ist. Also ob jetzt Smog ist oder ob sie gezielt auf Energieproduktion gehen. Muss man im Auge behalten. Du hast keine Fließbänder. Warum hast du keine Fließbänder? Weil du kein Eisen hast. Und warum hast du kein Eisen? Weil die anderen Sachen dir dein Eisen klauen. Okay. Ja, das kommt hier nicht hinterher. Wie kann ich das irgendwie verbessern? Achso, du nimmst auch Eisen. Ja, beschränk dich mal auf ein Stack. So, dass Eisen nicht mehr hierfür verbraucht wird. Und Ärmchen dann nicht mehr dafür, sondern nur noch für... Was? Müssten hier nicht auch Ärmchen? Ah, genau, Ärmchen für da. Die Ärmchen sind voll, das ist okay. Fließbinde habe ich selber aber auch. Gib doch einfach mal da einen Stack rein. Da einen halben Stack rein. Da einen halben Stack rein. Dass es wenigstens weiterläuft. Gut, und du brauchst unbedingt Speedmodule, sobald das Eisen dann kommt, dass du es so schön schnell verheizen kannst. Was ist eigentlich hiermit? Kommt ihr gut hinterher mit dem Erz? Ja, ihr braucht also keine Speedmodule. Aber ich kann das mal so machen und gucken, ob sie dann hinterher kommen oder ob sich staut. Taucht gleich eine 2 auf, da war ganz kurz eine 2. Ja, jetzt kommt sie nicht mehr hinterher. Das heißt, jetzt brauche ich wieder Speedmodule und tue sie da rein. Und wenn das denn hinhaut, mache ich wieder weg da rein, da rein, da rein und schockt es immer schön weiter hoch. Das mache ich mit beiden. Problem wird dann nur irgendwann der Sch... Oh. Problem wird dann nur irgendwann der Strom sein. Ja. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ich müsste jetzt nochmal so einen riesen Block bauen. Oh, warte. Oder ich ersetze einfach mal... einen zerstörten Gegenstand und hab dann wieder mehr Strom. Den da habe ich nämlich übersehen. Jupp. Oh, das reicht auch nicht. Gut. Mist. Batterien haben wir auch noch nicht. Ja, ich brauche mehr. Viel mehr Stromsachen. Ich glaube, ich brauche hier nochmal so ein Cluster. Oh, was ist da oben los? Es kommt nicht genug Kohle an. Gib mal hierher. Achso, das eine... Der eine Splitter reicht nicht, um die alle hier zu befüllen. Das heißt, wir müssten dafür sorgen, dass mehr Kohle nach da kommt. Das heißt... mal so... Hält sich das jetzt? Ja, geht beständig runter. Okay, ich splitte es nochmal. Dann müssten jetzt 2/3 nach... Warte. Erst bauen, dann Kopf rechnen. So. Die Hälfte der Ausbeute geht nach oben. Und die andere Hälfte wird nochmal aufgesplittet und geht nach da. Das heißt, 3/4 der Ausbeute von diesen beiden... Drills an Kohle geht nach oben. Das sollte jetzt hoffentlich reichen. Und es puffert sich nicht mehr hier, sondern wird leer gemacht. Und es wird sich erst da puffern, wenn das Fließband voll ist, was nie passieren wird.
Okay, 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 okay. Das funktioniert soweit. Du hast schon mal... Oh, Roboter sind fertig. Und irgendwo ein Angriff. Erforsche nicht die Roboter, sondern die Roboter. Die sind wichtiger. Go. Und ein normaler Angriff unten rechts. Der kann uns nichts. Nur die Butler sind gefährlich. Ich meine nicht die aus Gothic 1. Jetzt speichere ich aber erstmal ab. Und wir sehen uns gleich wieder.